Moin, liebe Lüt. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Der 15. ist verstrichen. Wir sind jetzt am Abend des 16.01.2024. Ein letztes Mal habe ich mir hier nochmal den Adventskranz angemacht. Der verschwindet danach dann jetzt auch. Der kommt jetzt wieder in sein Lager. Aber was ja noch aussteht, ist die Verlosung. Ich hatte euch ja diese Kaffeetasse unter meinem Instagram-Post und diese Solartasche hier unter meinem YouTube-Video vom Jahreswechsel, meine Jahresrückschau, in der Verlosung angeboten. Ihr habt teilnehmen können, indem ihr bis gestern, bis zum 15.01. Mitternacht, also 0 Uhr, der Wechsel auf den 16.01. einen Kommentar unter dem Video hinterlasst oder einen Kommentar unter dem Instagram-Post hinterlasst. Ich habe also neuerdings auch einen Instagram-Kanal. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, der ist natürlich unterm Video hier verlinkt. Es gibt nicht nur die Tasse, sondern es gibt dann auch noch ein nettes Aufkleberpaket. Da kriegen beide dasselbe. Einen runden Aufkleber, einen großen konturgeschnittenen Aufkleber, einen großen Magnet. Na, der hat eine richtige schöne Magnetrückseite hier. Kann ich hier nochmal an stil.de's Magnettafel zeigen, dass das gut hält. Und dann habe ich noch den mittelgroßen Aufkleber und zwei kleine gibt es auch noch mit dazu. Diese Aufkleber, wie gesagt, sind in beiden Sets dann gleichermaßen drin. Packe ich jetzt hier schon mal rein, dass das nicht mehr vergessen werden kann. Na, wer das Ding hier gewinnt, der findet die Aufkleber dann hier in der Netztasche und auch den Magneten natürlich. Da sind die doch gut untergebracht. Das wird aber nicht das Einzige sein, was ich in diesem Video behandle. Also es geht nicht nur um die Verlosung. Es geht auch darum, was ist jetzt aktuell hier auf meinem Kanal eigentlich jetzt Sache, was kommt jetzt die nächste Zeit. Gleich vorab, ich bin nicht auf der CMT in Stuttgart dieses Jahr. Das ist für mich eine wahnsinnig weite Anreise. Ich komme, wie ihr vielleicht wisst, aus Schleswig-Holstein. Stuttgart ist also exakt die andere Seite von der Republik. Es lockt mich schon sehr. Ich möchte das gerne mal in den nächsten Jahren irgendwann mal unterbekommen, dass ich dann auch auf der CMT auftauche und mich da ein bisschen umschauen kann. Aber dieses Jahr hat es nun definitiv nicht gepasst. Wer meinen Instagram-Kanal verfolgt hat, hat auch gesehen, dass ich jetzt am Eröffnungswochenende auch tatsächlich andere Termine hatte. Ich habe meinen Erste-Hilfe-Kursus gemacht. Ich kann euch nochmal die Fotos davon hier einblenden. Ich muss meinen Erste-Hilfe-Schein regelmäßig auffrischen. Ich bin als Ausbilder bei der DLRG im Ehrenamt tätig, mache dort Rettungsschwimmkurse und dann hat man eben auch einen Erste-Hilfe-Kursus regelmäßig dann auch mal wieder neu zu machen. Das habe ich jetzt am vergangenen Wochenende gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht und es ist erstaunlich, ich lerne jedes Mal wieder irgendwo was Neues. Entweder ist es aus dem Kopf rausgegangen, dass man es einfach vergessen hat in den 2 Jahren oder man kriegt plötzlich wieder eine neue Anregung. Ich sitze im schwarzen Schaf. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, wenn ihr euch also wundert, das Nebengeräusch, das ist jetzt tatsächlich die Heizung, weil ohne das wäre es hier ein bisschen frisch für mich und für das graue Schaf. Wir würden dann doch hier arg bibbern und frieren, also habe ich die Heizung angeschmissen. Und die Kerzen hier vorne tun vielleicht noch ein Übriges dazu. Nicht unbedingt. Ja, bevor wir zur Verlosung kommen, einige von euch haben es mitbekommen. Ich habe bei der CMT, wo ich ja selber gar nicht vertreten bin, das aber zum Anlass genommen, denn ich habe immer noch einiges an Videos von der Caravan Live in Freiburg. Da hat sich danach so viel auch an aktuellen Themen ergeben. Ich bin auch mit meiner Herbstreise überhaupt nicht so weit vorangekommen, wie ich das eigentlich sein wollte. Ne? Entschuldigung, Patty. Das wirft einen dann immer wieder zurück, dass man dann aktuell Themen dann auch behandeln will. Und ich schaffe im Schnitt nicht wesentlich mehr als 2 Videos pro Woche. Ich mache das hier als One-Man-Show, als Hobby. Da komme ich zum Teil wirklich einfach mit dem Schneiden nicht hinterher. Über Weihnachten habe ich bis auf den Jahresrückblick mir dann auch eine kleine Pause gegönnt. Insofern habe ich leider noch Material von der Caravan Live nicht bringen können, was mir aber eigentlich ganz wichtig ist. Und da habe ich mir gedacht, ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Ihr werdet jetzt also die nächsten Tage relativ in etwas dichterer Folge auch nochmal so 3, vielleicht sogar 4 Videos bekommen, die von der Caravan Live sind, die sich insbesondere mit Möbelausbausystemen beschäftigen.
Für Selbstausbauer fand ich die Idee sehr interessant. Nicht immer muss man das Rad neu erfinden und alles selber einbauen. Es gibt Anbieter auf dem Markt und für den einen oder den anderen ist vielleicht genau das die richtige Lösung. Auf der Caravan Live waren dort einige vertreten in dieser Nische, sodass ich die dann auch alle einmal abgefilmt habe. Da könnt ihr euch also darauf freuen, dass in den nächsten Tagen dann ein bisschen Content dazu kommt. Denn nicht alle diese Anbieter sind auf der CMT vertreten. Also ich habe jetzt schon mal geguckt, einer der The Cuber, die habe ich schon, das Video ist gestern schon gelaufen, die sind auch tatsächlich auf der CMT vertreten. Die weiteren Anbieter, die jetzt in den nächsten Videos kommen, sind aber, soweit ich das jetzt in der Recherche herausgefunden habe, nicht auf der CMT vertreten. Dann ist es schon angeklungen, die Herbstreise ist total im Hintertreffen. Also ich habe bis jetzt nur den Weg in den Süden, da bin ich dann ja einmal bei Obelink vorbeigekommen, Video kann ich euch verlinken. Danach habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und bin über Völklingen gefahren, habe dort mich mit Thomas getroffen. Thomas hatte mich kontaktet und hat es möglich gemacht, dass das schwarze Schaf den Knight Rider 2000 Kit mal live und in Natura kennenlernt und trifft. Das war ein wirklich tolles Event. Habe ich dann sogar so viel Videomaterial gehabt, dass das zwei Videos geworden sind. Auch die kann ich euch hier oben einmal verlinken. Für Autointeressierte oder auch für nicht so Autointeressierte, die einfach nur sehen wollen, wie Michael im Spielzeugladen ist, seien diese beiden Videos durchaus euch ans Herz gelegt, da nochmal reinzugucken. Also die Begegnung mit Kit, die war wirklich kurzweilig und es ist wirklich beeindruckend, was in diese Autos alles eingebaut ist. Ich glaube, bei RS Automobile bin ich auch nicht das letzte Mal gewesen. Da werde ich garantiert, wenn ich irgendwo auf der Ecke unterwegs bin, mal wieder reinschauen. Ihr seid mir herzlich gegrüßt. Was dazwischen? Damit ist aber natürlich meine Herbstreise noch lange nicht am Ende. Es geht dann weiter über den Schwarzwald. Ich bin am Schluchsee gewesen und habe mich dann von dort aus mal durch die Schweiz begeben. Ich habe mir also mal die Schweizer Autobahnmaut gegönnt und habe gesagt, dann, wenn du da schon mal durchfährst, dann guckst du natürlich auch nicht einfach nur kilometerfressend dann durch dieses schöne Land durch. Ich bin über den Gotthardpass gefahren. Das ist also ein Video, das demnächst kommt. Ich bin noch zum besseren Wetter da gewesen. Da konnte man noch gut darüber fahren und ich bin dann auch die Tremola heruntergefahren. Eine traumhafte Kurvenstrecke, dass dort in den 50er, 60er Jahren sich ganze Reisebus- und Pkw-Kolonnen Richtung Italien und aus Italien zurückkommend über den Gotthard gemacht haben. Heute kaum noch vorstellbar. Eine Traumstrecke aber, wenn man das heute mal herabfährt. Danach geht es dann über Italien und Frankreich. In Frankreich habe ich es unter anderem geschafft, die Schlucht von Verdun anzufahren, was ich ja schon zweimal jetzt vorhatte, wo ich nach Frankreich wollte. Beide Male hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Das letzte Mal war es der Spritstreik, dass die Raffinerien in Frankreich bestreikt wurden. Dieses Mal hat es geklappt. Dieses Mal habe ich mir die Schlucht von Verdun angucken können. Ich habe dann aber auch dort mir ein paar Tage echten freien Urlaub mit Beine hochlegen dann gegönnt. Da werdet ihr dann keine Videos dann davon haben. Weil da habe ich dann auch gesagt, so jetzt ist einfach mal Filmpause. Das muss auch mal sein. Ich habe es dann aber auch noch geschafft, nach Spanien zu kommen. Da wird es also auch noch so ein paar Eindrücke aus dem Norden Spaniens geben. So viel zu den Videos, die demnächst hier auf dem Kanal erscheinen werden. Dann haben einige von euch vielleicht mitbekommen, ich habe auch entsprechende Nachfragen und auch Kommentare unter anderen aktuellen Videos von euch bekommen. Es ist tatsächlich so, ich habe das erste Mal, ich habe jetzt über 320 Videos auf dem Kanal online und ich habe noch nie ein Video wieder heruntergenommen oder herunternehmen müssen. Hier habe ich mich jetzt von mir aus dazu entschlossen, ein Video, das ich online gestellt habe, dann wieder offline zu nehmen. Und da kamen natürlich Nachfragen von euch. Was ist denn da los? Das Video hat uns doch ganz gut gefallen. Das, was in dem Video zu sehen war, war sehr interessant. Weshalb hast du denn dieses Video heruntergenommen? Als ich mich daran gemacht habe, die Videos von der Caravan Live zu bearbeiten, habe ich dabei wirklich noch sehr interessante Themengebiete gehabt und unter anderem auch einen Anbieter für Reisemobile, den ich recht interessant fand. Von dem habe ich dann ein ganzes Video dann zusammengeschnitten. Tatsächlich wäre sogar Material für zwei Videos da gewesen. Ich habe Informationen mittlerweile erhalten, die mich dazu veranlasst haben. Und das ist jetzt eine ganz persönliche Geschichte von mir. Da möchte ich niemandem irgendwo am Zeug flicken, auch niemandem irgendwo einen Vorwurf machen. Aber ich habe einfach gesagt, bei den Informationen, wenn ich die vorher so vorliegen gehabt hätte, deren Wahrheitsgehalt kann ich auch nicht zu 100% überprüfen. Das ist genauso schwierig. Aber ich habe mich entschlossen zu sagen,
Im Zweifel möchte ich da lieber mir selber treu bleiben und sagen, dann nehme ich das Video wirklich wieder offline, bevor ich euch irgendwo etwas mit diesem Video vorstelle, wo ich nicht sicher bin, dass ich da wirklich zu 100% dahinter stehen kann. Ich habe das Glück, dass ich nicht auf die Klicks von diesen Videos angewiesen bin. Es ist mir wichtig, dass ihr meine Videos anschauen könnt und ich dabei auch immer noch ein gutes Gefühl habe, dass ich sage, da sind interessante Inhalte. Ich versuche eigentlich immer mit meinen Videos euch einen Mehrwert zu geben oder euch mindestens gut zu unterhalten. Apropos, ich habe schon wieder Hunger. Nee, das kommt in diesem Video nicht. Das bleibt euch erspart. Aber das ist natürlich etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist an meinen Videos. Und deswegen habe ich mich entschlossen, weil ich Informationen erhalten habe, deren Wahrheitsgehalt ich auch nicht überprüfen kann. Da möchte ich also niemandem einen Vorwurf machen, aber es hat mich dazu bewogen zu sagen, dieses Video nehme ich wieder herunter. Mehr kann ich aus rechtlichen Gründen, wie ihr vielleicht verstehen könnt, dazu nicht sagen. Probleme gibt es bei allen Anbietern. Auch das sei gesagt. Also, dass dann mal irgendwo die Qualität mal nicht gestimmt hat oder ähnliches. Das kriegt man bei den namhaftesten Herstellern. Da möchte ich dann also auch nicht unbedingt jetzt sagen, da ist jetzt zu 100% an den Informationen, die mich da erreicht haben, zu 100% etwas dran oder die stimmen nicht, die Angaben. Weder noch. Das sei wie es sei, für mich war wichtig, ich nehme das Video daraufhin herunter. Ich bin da Gott sei Dank auf die Klicks nicht angewiesen. Nach all diesen Informationen kommen wir jetzt aber endlich dazu. Wer hat das Solarpanel gewonnen? Wer hat die Kaffeetasse gewonnen? Das finden wir jetzt heraus. Ich habe einen Comment Picker mir rausgesucht. Die Seite commentpicker.com, die ich als erstes dafür entdeckt habe, funktionierte für die Auslosung des Solarpanels. Hier unter dem YouTube-Video habt ihr daran teilgenommen mit eurem Kommentar. Ganz hervorragend. Für Instagram hat diese Seite aber nicht so richtig funktioniert. Da hätte ich eine kostenpflichtige Mitgliedschaft irgendwie einrichten müssen und noch einen Facebook-Account, den ich gar nicht habe, auch noch mit verknüpfen müssen. Dann hätte ich die Auswertung dort machen können. Ich habe aber einen anderen Comment-Picker gefunden, der es ebenfalls kostenlos angeboten hat. Mit dem mache ich dann die Auslosung für die Tasse. Fangen wir doch ruhig damit an. Ich habe das Ganze mitgeschnitten auf meinem Laptop, sodass ihr dann also auch diese Auslosung live, so wie sie gewesen ist, dann sehen könnt. Select a winner, pick a winner. Herzlichen Glückwunsch, Retriever 12. Moin, Michael. Supi, dass du diesen Pfad beschritten hast. Ich hoffe, dass das schwarze Schaf bei diesem Wind noch seine Locken hat. Auf jeden Fall einen guten Rutsch und liebe Grüße aus der Nähe von BW. Du bist der Gewinner. Melde dich bitte bei mir per E-Mail. Findest du in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Und dann können wir uns austauschen, wie denn dich die Tasse dann erreicht. Der Gewinner der Tasse ist also Retriever 12. Meldet euch per E-Mail. Ich schreibe euch meine E-Mail-Adresse hier in die Videobeschreibung herein. Meldet euch bitte per E-Mail bei mir, dass wir dann klären, wie euch diese Tasse dann erreicht. Ich schicke euch die sehr, sehr gerne zu. Ich habe auch eine Transportverpackung dafür, wo das Ganze schön in Styropor eingepackt ist, dass diese Tasse dann auch heil bei euch ankommt, inklusive des Aufkleber und kleinen Magneten, der da mit dabei ist. Dann kommen wir als nächstes zur Verlosung des kleinen Solarpanels hier mit 30 Watt Leistung, Peakleistung und eine kleine Powerbank ist da auch mit eingebaut. Das heißt, ihr könnt also auch die Powerbank über das Solarpanel aufladen und ladet dann in Ruhe, auch wenn die Sonne nicht scheint, eure Geräte dann an der Powerbank da dran. Finde ich ein ganz pfiffiges Gerät, aber ich habe größere Solarpanels. Deswegen geht das jetzt zu einem von euch. Auch da schauen wir uns die Auslosung an und das konnte ich dann auch mit dem Comment Picker ausmachen. Erledigung und Kommentare. 153 Einträge hat er insgesamt als einzigartige Kommentare, also doppelte Eintragungen sind ausgefiltert. Und dann drücken wir auf Start. Ui, das ist ja spannend hier. Und ihr könnt eure eigenen Namen vielleicht nochmal sehen. Bernd Schmidt 8935, du hast gewonnen. Moin, deine Videos sind klasse, bitte weiter so. Viele Grüße von Assunta und Bernd.
Gewonnen hat also Bernd Schmidt 8935. Bernd, du darfst dich also liebend gerne bei mir melden, damit wir dann auch dazu sehen, wie das Ganze dich dann postalisch erreichen kann. Ich bin auf der CMT ja, wie gesagt, nicht vertreten, aber als nächste Messe in nicht allzu weiter Ferne ist dann schon in Hamburg die Reisen und Caravaning im Rahmen der OOHH Freizeitweltenmesse in den Messehallen in Hamburg. Das habe ich auch letztes Jahr bereits abgedeckt. Das ist so für mich die erste Messe im Frühjahr, die auch in erreichbarer Nähe ist. Caravansalon ist bei mir auch eingeplant dieses Jahr, aber das ist halt alles erst viel, viel später. Da freue ich mich schon darauf und einige der Sachen, die man jetzt auch auf der CMT hat entdecken können, werde ich mir bei der Gelegenheit dann auch in Ruhe angucken können. Und vielleicht auch das eine oder andere, was es auf der CMT noch nicht gegeben hat. Mal schauen. Könnt ihr euch drauf freuen? Hat euch diese Verlosung gefallen? Hat euch das Spaß gemacht? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Für mich war es jetzt das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe. Wenn euch also dieses Video gefallen hat, ganz unabhängig von der Verlosung, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.